Hallo, heute möchte ich dir zeigen, wie man die Saiten wechselt auf einer Konzertgitarre oder auf einer sogenannten klassischen Gitarre. Du erkennst es daran, dass die unteren drei Saiten, die sind halt eben aus Nylon. Das sieht aus wie so eine viel zu dicke Angelschnur. Und wir brauchen dafür drei Sachen. Einmal eine Saitenkurbel, einen Saitenschneider und natürlich ein paar Saiten für die Konzertgitarre. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, von sehr leicht bis extra hart. Und das bezieht sich immer auf die Spannung. Für Anfänger würde ich immer empfehlen, eine leichte oder eine mittlere Spannung. Und ich habe jetzt hier auch mal eine mit einer mittleren Spannung ausgesucht. Punkt 1 ist, wir nehmen die alten Saiten ab. Am besten mit so einer Saitenkurbel. Die wird hier drauf gesetzt und dann im Uhrzeigersinn gedreht. Und damit kann man die Saite dann abdrehen. Wenn du die Saite ganz runter gedreht hast, kannst du am Ende die Saite hier einfach nehmen und rausziehen. So, und für den Steg gilt das Gleiche. Die Saite ist lose. Man kann hier einfach diesen Knoten lösen. Saite einfach hier raus. Wir beginnen mit dem Saitenaufziehen, mit der tiefen E-Saite, das ist die dickste. Die wird dann einfach hier oben durch das kleine Loch im Steg durchgeschoben, etwa 10 cm weit kann man das durchziehen. Und als nächstes macht man, das ist eigentlich eine Art ganz normaler Knoten, also das kurze Ende kommt unter das lange und dann gehe ich noch mal mit dem kurzen Ende hier unter durch, ziehe das erstmal schon mal so halbwegs fest und jetzt kommt noch der wichtige Punkt, und zwar an der Stelle, wo sich die beiden Saiten jetzt überkreuzen. Das sollte passieren auf der Unterseite vom Steg. Dass man das jetzt erkennen kann. Also hier, also nicht, dass der Knotenpunkt hier oben drauf ist, sondern hier auf der Hinterseite. So, dann einfach hier schon mal ein bisschen festziehen und das reicht dann auch. Also das hält auf jeden Fall. Beim Durchziehen der Saiten, hier bei den Mechaniken, ist es besonders praktisch, wenn man die Mechanik so gestellt hat, dass die Bohrung immer oben ist, dann können wir die Saite hier einfach ganz einfach einfädeln. Wir brauchen jetzt nicht das ganze Saitenmaterial hier drum zu wickeln, deswegen ziehe ich mal ruhig auch ein bisschen mehr durch. Es muss im Prinzip nur so viel Saite sein, dass quasi zwischen der losen Saite und dem Griffbrett noch so eine Hand dazwischen passt. Dann holen wir das Seitenende, das kurze, wieder hier hoch, wickeln es einmal unten rum und schlagen es gleich nochmal durch diese offene Schlaufe durch und ziehen es langsam fest. Ich glaube, so kann man das ganz, ganz gut sehen. Und wenn dann so die Saite ist, am Anfang müssen wir noch ein bisschen festhalten, aber so kann die Saite jetzt problemlos aufgewickelt werden. Beim Aufziehen gibt es noch eine Kleinigkeit zu beachten, insbesondere bei der tiefen E-Saite und bei der hohen E-Saite. Man könnte jetzt die Saite quasi hier also unterhalb aufwickeln, dann würde die Saite aber irgendwann quasi hier so ganz schräg stehen. Und das ist nicht gut für den Seitenverlauf. Und deswegen drehe ich das so auf, dass quasi die tiefe E-Saite hier oben dann am Ende rauskommt, damit das dann hier schön gerade ist. Und bei den anderen Seiten gehe ich allerdings mehr zur Mitte. Das werde ich gleich nochmal zeigen in einer anderen Einstellung. Ja, noch einmal ein
Kleiner Kommentar zu dem Seitenverlauf. Ich hatte ja eben schon gesagt, also hier habe ich das halt quasi oben rumgewickelt. Man sieht, dass die Seite dann ziemlich gerade verläuft. Bei dem nächsten habe ich es dann unten rum gemacht. Da sieht man auch, die Seite ist sehr gerade. Bei der D-Seite lässt sich das meistens nicht vermeiden, dass die so einen kleinen Knick hat. Aber es geht prinzipiell darum, dass die Seiten möglichst gerade verlaufen und sich nicht irgendwie übereinander oder untereinander gehen oder irgendwie ganz schräg sind. Da einfach nur drauf achten beim Seitenwechsel. Wir kommen zur G-Seite. Die wird erst auch ganz normal hier unten beim Steg reingeschoben. Nehmen wir wieder so 10 cm. Und diese Seite ist halt sehr glatt, genau wie die anderen drei Seiten, die anderen drei Diskantseiten. Und da muss man aufpassen, dass sie dann hinterher, wenn die aufgezogen ist, nicht hier sich unten der Knoten löst und irgendwie wieder rausrutscht. Dafür gibt es einen ganz einfachen Trick. Man nimmt hier ein Feuerzeug und zündet das Ende ganz kurz mal an. So. Ja, ich noch mal ein bisschen. So. Genau. Muss man ein bisschen warten, bis das Nylon wieder trocknet. Der Trick bei der Sache ist jetzt, wir haben jetzt hier so eine kleine Rundung von dem Schmilzen der Seite geschaffen und die verhindert, dass die Seite einfach dann durchrutscht. Und befestigt wird sie ähnlich wie die beiden oberen Seiten, wie die Bassseiten. Einmal das kurze Ende schlage ich aber nicht nur einmal rum, sondern gleich noch ein zweites Mal hinterher. So, und ziehe das vorsichtig fest und gucke einfach, dass unser selbstgemachtes Ballend möglichst weit hier oben ist und nicht unbedingt Kontakt mit der Decke hat, weil dann kann das zu Schnarrgeräuschen führen. So, in etwa. Beim Stimmen immer mal wieder die Seite schön ziehen, weil die gerade Nylonseiten, also auch die Bassseiten, die haben zwar außen ist da so eine Art Metallummantelung, aber innen drin ist ein Nylonkern und die sind sehr flexibel und deswegen brauchen die einiges länger als zum Beispiel Stahlseiten, bis sie sich richtig eingestimmt haben. Deswegen beim Stimmen immer schön die Dinger hier hochziehen, die Seiten. Und das immer wiederholen. Wir kommen jetzt zum Schluss. Also die Gitarre ist so halbwegs gestimmt. Also bei einer Klassikgitarre muss man nach den Seiten aufziehen, immer wieder stimmen, stimmen, stimmen und das ganze Ding sich setzen lassen. Und aber so einen Tag später, da sollte es auf jeden Fall problemlos sich wirklich gut stimmen lassen. Zum Schluss noch die überflüssigen Seitenenden. Das ist besonders bei der Tiefe und bei der hohen E-Seite der Fall. Bei den anderen Seiten muss man gucken, wenn es nicht stört, stört es nicht. Und am Steg das gleiche eben auch, weil wenn die Seiten Kontakt mit der Decke haben, die Decke schwingt sehr stark, dann fangen die Seiten da auch an zu schwingen und dann gibt das störende Geräusch, die wir eigentlich nicht haben wollen beim Spielen. Ja, fertig ist die Gitarre. Wenn dann die neuen Saiten drauf sind und auch so einigermaßen die Stimmung halten, können wir uns dann natürlich an dem schönen, frischen Klang der neuen Saiten erfreuen. Zum Beispiel mit diesem Klassiker.